Wir haben ja den kleinen Jartensberg zum Spiel mal im Fernsehen gezeigt. Da hast du gesehen, da habe ich gesagt, dass die behindert nicht sind. Jetzt nur vorhin schon. Hier haben wir heute die Möglichkeit, wenigstens unserem Unmut mal wieder unseren Unmut kundzutun und vielleicht, was wir aber nicht glauben, Antworten auf unsere vielen Fragen zu haben. Apropos Politiker, es hat ja in den letzten Tagen und Wochen Verhandlungen gegeben. Haben Sie dazu was zu sagen? Wir haben uns ja mit Herrn Wobereit getroffen und haben eigentlich gehofft, dass das Ganze ein gutes Ende nehmen wird. Wir haben ja dann aus der Presse gestern bekommen, dass er wohl selbst sehr überrascht war, inwieweit das alles mit rechten Dingen dazugeht. Da wird viel gemunkelt, das können wir von außen nicht beurteilen. Ich glaube, gegen die Bebauung wird wohl nichts mehr zu tun sein. Aber es ging uns immer von Anfang an in erster Linie darum, um den Erhalt der Mauer. Es war sehr früh schon klar, dass dort irgendwann gebaut wird. Aber die Mauer in ihrer Gänze, das wollten wir immer erhalten. Und das war der Schwerpunkt, den wir als kleiner Verein uns gesetzt haben. Dankeschön. Bitte, voller Name? Mein Name ist Andi Weiß, Künstler und Vorstand der Isar Kultur. Danke. Danke. So, the thing to you when you do the thing to you. Hier vom Roten Rathaus, vielen Dank, dass ihr unserem Aufruf gefolgt seid. Mein Name ist Sascha Disselkamp. Ich bin von der Clubkommission und von dem Bündnis Eastside Gallery retten. Ja, also ich bin gestern zweimal richtig überrascht worden. Das erste Mal sicherlich durch den plötzlichen Abbau weiterer Teile der Mauer. Haben sie richtig gut geheim gehalten, die Jungs. Und das zweite Mal abends vorm Fernseher, als ich RBB Abendschau gesehen habe und auf einmal unten der Live-Ticker lief, Kompromiss gefunden, Lösung an der Eastside Gallery. Und da habe ich gedacht, ich träume Teil 2 und sehe dann, wie Herr Wobereit sagt, man hat einen Kompromiss gefunden, man wird jetzt wahrscheinlich nur an einer Stelle die Mauer einreißen und genau das gleiche bauen, was man eigentlich schon die ganze Zeit vorhat. Da habe ich mir gedacht, das ist ein Profi, von dem kann man lernen. Wenn mein Sohn demnächst sagt, darf ich das noch zu Ende sehen? Und ich sage, nee, du musst jetzt ins Bett. Und er sagt, können wir da nicht einen Kompromiss finden? Dann sage ich, okay, ich mache den Fernseher aus und du gehst ins Bett. Und wenn er dann sagt, das ist auch keine Lösung, dann biete ich ihm die kleine Lösung an. Wir lassen den Fernseher an und du gehst trotzdem ins Bett. Also ich möchte ganz klar sagen, für mich sieht es so aus, dass wirklich Herr Wobereit an dieser Stelle der Eastside Gallery keine besondere Bedeutung sieht. Das nehme ich daher, dass zwei, drei Tage nach der Demonstration, wo ja viele tausend Leute waren, also ich meine jetzt nicht dem Spaziergang mit David Hasselhoff, sondern den Sonntag davor, dass einige meiner Freunde und ich im Abgeordnetenhaus waren
und die Diskussion zu diesem Thema verfolgt haben. Alle Parteien haben einen Eilantrag gestellt und über die geplante Bebauung geredet. Und ganz am Ende habe ich Herrn Wowereit in dem Casino, das ist so die Kantine des Abgeordnetenhauses, getroffen und gesprochen. Und er sagt zu mir, also ganz ehrlich, ich finde dieses Haus reizvoll. Dann muss ich sagen, ja, das stimmt, das reizt wirklich voll. Er hat mir dann auch erklärt, die East Side Gallery sei eigentlich nur die Hinterlandmauer. Und das ist eigentlich ein Ort, der nicht besonders respektiert werden muss. Und wenn man den jetzt schon irgendwie original erhalten wollen würde, dann müsste man eigentlich auch die Bilder alle wieder abmachen, weil die Mauer war ja in Wirklichkeit grau. Und ich muss sagen, in diesen letzten Wochen hat mich sehr gefreut, dass die Bezirksversammeltenverordnung, also der Bezirk, geschlossen dafür plädiert hat, dass die East Side Gallery nicht bebaut wird. Und es hätte jetzt einfach der Hilfe von Herrn Wowereit bedurft, um tatsächlich jetzt aus diesem Plan eine Konsequenz zu ziehen, die nämlich heißt Ersatzgrundstück oder Entschädigung für die Investoren. Dazu hätte man diese besondere Bedeutung der East Side Gallery verstehen müssen. Und genau das ist nicht passiert. Ich möchte euch erstmal danken dafür, dass ihr gekommen seid. Ich möchte auch den 85.000 Leuten danken, die die Petition unterschrieben haben. Und ich möchte auch den Zehntausenden danken, die in der letzten Zeit dafür auf die Straße gegangen sind. Und ich möchte Herrn Wowereit sagen, 75% der Berliner sind gegen diese Bebauung. 80% seiner eigenen Parteigenossen sind gegen die Bebauung. Für uns ist ein Kompromiss nicht, dass die Bebauung stattfindet, sondern für uns ist ein Kompromiss, dass die East Side Gallery mit dem Todesstreifen als Mahnmal, als Erinnerungsstück erhalten bleibt. Danke. Ich möchte noch aus einem aktuellen Spiegel vorlesen. Da steht: Stadt als Beute, so heißt ein Theaterstück von René Polisch, das schon 2001 beschrieb, was mit Berlin passierte. Aber selbst Polisch hätte sich wohl nicht eine Farce ausdenken können, wie die, die sich rund um die East Side Gallery abspielte, wo ein Stück Mauer abgerissen werden sollte, genau dort, wo ein recht schicker Wohnturm entstehen soll. Und wo erst die Proteste und Demonstrationen dafür sorgten, dass der Bezirksbürgermeister von den Grünen seine Investorenfreundlichkeit revidierte. Ich habe eine Bitte. Wir alle müssen weitermachen, bis auch Herr Wowereit seine Investorenfreundlichkeit revidiert. Jo! So nicht! So wie! Ich hoffe, dass wir jetzt noch einige Leute hören werden, die einiges zu diesem Thema zu sagen haben. Und ich möchte euch auch bitten, wenn ihr sagt, ich möchte auch was zu diesem Thema sagen, ruhig nach vorne zu kommen und das Mikro zu nehmen und eure Meinung dazu zu erzählen. Ja, freut mich, wenn ihr das tut. Hier vorne gibt es auch einen Tee auf Spendenbasis, soll ich gerade sagen. Hans, genau. Nicht du. Hier ist der Hans. Hanson. Erstmal das, was ich vor gut zwei Wochen haben wir gemeinsam demonstriert vor der East Side Gallery und es gab ein Motto, das verschiedene Referenten dort aufgegriffen haben und das skandiert wurde von der ganzen Menge der Anwesenden. Und das hieß:
Wovereit das Denkmal bleibt. Jo! Und bei der Recherche in den Medien am nächsten Tag, was die Zeitung so geschrieben haben, da lese ich nicht nur in Boulevardzeitungen wie die BZ, sondern auch in Zeitungen, die immer vorgeben, seriöser zu sein als die Blogger im Internet. Und da stand auch im Tagesspiegel und da stand in der Welt, die Menge hätte skandiert, Wovereit die Mauer bleibt. Das war eine Falschinformation. Und daran sieht man, wie Politik und Interessen von Lobbyisten und die Medien zusammenwirken. Es waren so viele Journalisten da, sicher auch von diesen Zeitungen. Die wussten es besser. Und verschiedene Referenten haben genau diesen Unterschied erklärt. Es geht nicht nur um die Mauer, es geht um das Denkmal, der Streifen zwischen der Mauer und der Spree. Und heute ist ja wieder das Fernsehen hier und die können ja jetzt aufnehmen, wenn wir gemeinsam diesen Slogan bringen und dann einen Link schicken an die BZ oder den Tagesspiegel oder die Welt und sie darauf aufmerksam machen, wie das Motto heißt. Wovereit das Denkmal bleibt! 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 Die Mauer, die trennte ja einst zwei Systeme. Das sogenannte kommunistische und das sogenannte kapitalistische. Heute haben wir eine Mauer, die versteckt sich hinter Paragraphen, hinter Gesetzen. Und das ist die Mauer zwischen der Lobbykratie und der Demokratie. Verträge mit den Bürgern und Bürgerabstimmungen, Volksentscheide oder Befragungen scheinen weniger zu gelten als irgendwelche Beziehungsgeflechte, irgendwelche Seilschaften zwischen Lobbyisten, Investoren und Politikern. Und immer heißt es, Schande! Da sind irgendwelche Verträge, oft Geheimverträge, die eingehalten werden müssen. Und es gilt, diese Mauer durchzubrechen. Die kann der Wovereit gerne abreißen. Nämlich die Mauer zwischen dem Willen des Volkes und dem Willen der Lobbyisten, der Spezialinteressen. Und dafür ist es gut, auf die Straße zu gehen. Und dafür ist es gut, immer wieder aufs Neue zu erklären und zu zeigen, so wie das läuft, damit sind wir nicht einverstanden. Das ist eine Verhöhnung des Volkes, eine Verhöhnung der Demokratie. Und deshalb nicht nur an Herrn Wovereit, sondern an alle, die Verantwortung tragen für Berlin. Das ist auch die Bundesregierung, das ist auch die EU, das ist auch die UNESCO, das sind weltweite Organisationen und die alle sollen hören. Wovereit das Denkmal bleibt! Wovereit das Denkmal bleibt! Das war Hans Gusto. Never violent before.
ertrunken sind. Und meine eigene persönliche Meinung über diesen Luxusbau dort, wo da gebaut wird, dass überhaupt gebaut wird auf so einem Streifen, das ist sowieso, ja, jeder hat so seine Meinung. Ich meine, die möchte ich jetzt nicht äußern. Grenzwertig. Aber so ein Bau... Da verregt sie ja. Äußern Sie. Aber so ein Bau könnte ja vielleicht... würde besser in das Regierungsviertel reinpassen als an die Isar-Galerie. Aber dort sind natürlich wahrscheinlich Privatleute nicht so erwünscht wie an die Isar-Galerie. Oder als Zweite, als Plan B, könnt ihr vielleicht so einen Luxusbau genehmigen vom, sagen wir mal, Brandenburger Tor. Ja, du würdest nämlich genauso gut hinpassen wie bei der Isar-Galerie. Ja. Die Isar-Galerie jetzt nochmal etwas aus der Historie heraus. Die Isar-Galerie war damals nach der Wende das einzige Stück außer in Treptow unten, das von den Mauerspechten nicht kaputt gemacht worden ist. Ansonsten wurde ja ziemlich viel zertrümmert und natürlich die vielen kleinen Steinchen dann für 5 oder 10 Mark verkauft. Da haben natürlich auch viele Leute eben einfach gutes Taschengeld verdient, auch wenn es Schwerarbeit war. Die Isar-Galerie selbst ist dadurch entstanden, weil sich der Ost-Berliner, also sprich der DDR-Künstlerbund und der Westdeutsche, also West-Berliner Bund, zusammengeschlossen haben und haben dort gemeinsam, wirklich Ost- und West-Künstlerbund gemeinsam, ein Projekt gestartet, haben dort mit künstlerischen Bildern diese Mauer angemalt. Und die damals noch existierende DDR hat dann wiederum mit West-Berlin gemeinsam das unter Denkmalschutz gestellt. Das war 1990. Aha. Dann später wurde das natürlich dann erweitert und ist dann unter Denkmalschutz dann so stehen geblieben. Hat sich dann wirklich entwickelt, erstmal als künstlerisches Projekt, aber auch gleichzeitig als Mahnmal an die Geschichte und zur Erinnerung, das dürfen wir auch nie vergessen, dass damals das ostdeutsche Volk, also die DDR-Bürger, wirklich in friedlicher Revolution ein System gekippt haben, mit dem, wo sie nicht mehr zufrieden waren. Bravo! Und dafür steht eigentlich auch heute noch die Isar-Galerie. Die Isar-Galerie ist weltberühmt und wenn ich jetzt natürlich den Investor anschaue, auf irgendeine Art und Weise kann ich den sogar verstehen, weil so eine weltberühmte Adresse kriegt er nie wieder. Ja? Wenn ich die Hausadresse habe, wohnhaft an die Isar-Galerie, und dann weiß wirklich jeder auf der Welt, wo ich wohne. Ja? Aber da gehört kein Privathaus oder sonstige Gebäude hin, sondern der Streifen, der Mauer, die Berliner Mauer mit dem Todesstreifen, wo hinter der Mauer ist bis zur Spree, da muss einfach bestehen bleiben. Und dafür sollten wir eigentlich auch eintreten. Dankeschön. Die Adresse heißt dann übrigens am Todesstreifen Nummer 1. Ich möchte euch noch um eines bitten. Die wirklich tolle Organisation Change.org hat euch einige Poster in die Hand gegeben. Bitte alle einmal hochhalten. Bitte, liebe Presse, dreht euch mal um und fotografiert das. 83.787 Unterzeichner der Petition Stopp die Bebauung des Todesstreifens der Eastside Gallery. Ja, Mann, du Arsch! Wir brauchen 100.000 Preise! Die Künstler. Bitte schön. Ja, hier trifft es nicht schlecht. Ja, das ist ja auch gar nicht so. Er kann doch heute. Ja, hallo Leute. Es ist wirklich kalt an diesem grünen Donnerstag in Berlin.
Umso schöner, dass ihr hier erschienen seid und uns helft, für die Mauer zu kämpfen. Wir sind Kani Alavi und Andy Weiss von der Künstlerinitiative Eastside Gallery. Wir haben 1990 mit vielen anderen Menschen, Künstlern, die Mauer bemalt, das erste Mal. 1996 einen Verein gegründet. Wir wurden ausgelacht, wie könnt ihr für so einen Quatsch kämpfen für die Mauer. Der Blick auf die Mauer hat sich heute verändert. Kani als unermüdlicher Kämpfer, der immer bereit war, den Politikern auf die Füße zu treten, hat es dann geschafft, dass die Mauer 2009 saniert wurde. Dankeschön. Das war für uns als kleinen Verein wirklich eine wahnsinnige logistische Leistung. In einem Zeitfenster musste immer ein Bild fertig werden und da mussten wir versuchen, den Künstler aus der Welt herbeizukriegen. Das Ganze hat ein Jahr gedauert. Wir haben das auch geschafft. Umso schlimmer ist es für uns jetzt mit anzusehen, wie das, was wir vor knapp 3 Jahren geschaffen haben, wieder systematisch zerstört wird. Ja, es ist für uns unfassbar, was da gestern passiert ist. Wir mussten das aus den Medien erfahren, da die Politiker nicht manns genug sind, uns in Kenntnis zu setzen. Auf der anderen Seite muss ich hier mal ganz klar sagen, den Medien herzlichen Dank für eure Berichterstattung. Denn ohne euch würde das Ding da wahrscheinlich gar nicht mehr stehen und die Löcher wären viel, viel größer. Dank euch gehen die Leute auf die Straße und kämpfen für unsere Berliner Mauer, die hoffentlich auch von künftigen Generationen noch gesehen werden kann. Und ich gebe jetzt an Kani weiter, der genauso erschüttert ist. Und er wird euch was sagen. Was sagen ist gut. Mir fehlen die Worte. Sicher, unsere Geschichte wurde zerstört von den Politikern, Behörden. Unsere Kunstwerke wurden dann entartet. Unsere Seele wurden dann gekratzt, würde ich sagen. So. Wir haben nie gedacht, dass dann nachts im Nebel die Barbaren kommen und ein Stück Geschichte, unser Kulturerbe ohne weiteres abreißen. Hui. Schande! Schande! Das ist wirklich Schande für diese Stadt, dass die Politiker uns nur belogen haben, wie im Abgeordnetenhaus alle beschlossen haben, die Mauer soll es bleiben. Aber was, wie sehen wir jetzt, dass dann ohne weiteres 5 Segmente rausgenommen. Ich vermute, dass es in den nächsten paar Tagen nochmal, also einfach solche Überfälle auf uns wartet, ja. So, weltweite Medien, Menschen, die uns anrufen und uns mailen, was macht ihr denn in dieser Stadt? Seid ihr im Schlaf? Oder kämpft ihr weiter? Wir kämpfen! Wir kämpfen weiter! Natürlich. Diesmal sind wir nicht allein. 96 haben wir natürlich alleine gekämpft. Wir haben jetzt 2006 sogar auch einen Abriss erlebt, direkt an O2 Arena. Wir waren alleine. Trotzdem haben wir gekämpft, haben wir Jahr 2000 mit 2,5 Millionen durch Fördergelder, durch ihre Gelder, durch Steuergelder, wurden dann die Eastside Galerie saniert. Ein Jahr lang haben wir gekämpft, ein Jahr haben wir mit vielen Künstlern aus unterschiedlichen Ländern nach Berlin gekommen, haben wir in die Hitze und auch in die Kälte die Eastside Galerie saniert. Wieder bemalt. Und der regierende Bürgermeister 3 Stunden lang mit uns entlang gelaufen, alle Künstler begrüßt. Jetzt kommt und sagt, wir verhandeln. Die Verhandlung heißt es abreißen. Und das glauben wir nicht mehr einfach an die Politik. Die Behörden, sind die genauso korrupt?
Und die Unternehmer gewinnen die sowieso von diesen ganzen Geschichten. Diesmal sind wir nicht alleine, wir sind also mit vielen Menschen verbunden. Ich glaube an euch, an Menschen, die dann tatsächlich diese Kulturerbe schützen wollen. Dankeschön. Wo bereit das Denkmal bleibt. Ich habe was vergessen. Ich habe tatsächlich was vergessen. Ich habe ja 2010 eine Ehre gehabt, also einfach Bundesverdienstkreuz zu bekommen für die Rettung der Eastside-Galerie. Und leider muss ich sagen, dass ich in den nächsten paar Tagen, ich habe sogar auch mein Bundesverdienstkreuz dabei, werde ich gerne einfach euch zeigen. Ich werde eigentlich ein Bundespräsident einfach weggeben und sagen, das ist keine Würde. Ihr habt mich... Die haben mich gewürdigt umsonst, damit dass sie dann die Eastside-Galerie ohne weiteres abgerissen wird. Nein, also ich bin kein Mitläufer. Du hast Eier an der Hose! Ja, wenn ihr einfach machen könntet. Also ich hoffe, dass sie alle akzeptieren, dass ich meine Bundesverdienstkreuz zurückgebe, damit die Geschichte hier richtig dargestellt werden, wie die einfach Barbaren diese Kulturgeschichte ohne weiteres abgerissen wird. Die Loop Station. Die Loop Station. Die Eastside Gallery retten Loop Station. Sie ist einchecken. Einchecken daneben gegangen. Wir checken ein zweites Mal. Thank you.
Stadt. Das Problem ist die verfehlte Stadtentwicklungspolitik der letzten 20 Jahre. Das habt ihr wahrscheinlich alle auch euch schon gedacht. Es ist ja so, wir waren beim Liegenschaftsfonds, da haben wir mit dem Chef gesprochen, den Herrn Lippmann, und er hat es uns ganz klar gesagt, dass unser lieber Herr Wobereit ihn beauftragt hat, die Grundstücke so zu vermarkten, dass hinterher was rauskommt, mit dem Ziel, die Richtung London und Paris, die Innenstadt soll aufgewertet werden, nach dem Vorbild von London und Paris. Und das ist genau die Politik, die hier läuft seit den 20 Jahren. Und was heißt das, wenn die Innenstadt aufgewertet wird nach dem Vorbild von London und Paris? Das heißt natürlich, dass die Mieten steigen und dass wir hier dann nicht mehr bleiben. Da muss eine neue Bevölkerung her und die existierende Berliner Bevölkerung muss aus der Innenstadt raus in die Randbezirke. Und das ist kein Versehen, das ist kein Fehler, das ist pure Absicht, das ist das Kalkül dieser Politik. Das ist eine menschenverachtende, eine bürgerverachtende Politik, die wir natürlich ablehnen. Wir halten das sogar für gefährlich für den sozialen Frieden, was hier läuft. Deshalb ist es jetzt wichtig, diese alte, verfehlte Stadtentwicklungspolitik endlich über Bord zu werfen. Vielleicht braucht es dafür einen neuen Bürgermeister, wahrscheinlich sogar, denn mit Wobereit wird das nichts werden. Genau. Wir brauchen eine Politik mit sozialer Kompetenz, eine Politik mit ökologischer Kompetenz, eine mit kultureller Kompetenz und eine Politik auch mit historischer Kompetenz. Die fehlt ja leider völlig. Die einzige Kompetenz, die die Politik bisher hat, ist die Vermarktungs- und die kommerzielle, die ökonomische Kompetenz. Die mag sie ja haben, aber das reicht uns bei weitem nicht. Und es ist auch interessant, was der Wobereit so mal von sich gibt. Er findet es ja geil, dass die Mieten steigen. Er meint, das heißt, dass die Leute mehr Geld haben. Hä? Ich meine, er hat schon recht. Die Leute, die dann da einziehen, die müssen ja mehr Geld haben, sonst können sich die hohen Mieten ja nicht leisten. Aber das sind halt nicht wir, das sind andere Leute, die hierher kommen. Wir haben hier einen Bürgermeister, der es darauf anlegt, uns hier rauszukriegen aus der Innenstadt, damit wir Platz machen für seine Kumpels mit der Kohle, die das bezahlen können. Wobereit selber trinkt ja keine Flasche Wein unter 40 Euro, weil er meint, das schmeckt dann nicht. Und so eine Kumpels will er hier haben in der Stadt. Da sage ich, für Teufel, das ist nicht Berlin, das ist hier unsere Stadt.
Wir sind hier die Berliner und wir werden hier bleiben. Und wenn wir einen Bürgermeister haben, der uns nicht vertreten kann, dann brauchen wir was anderes. Und genau so sieht es aus an der Eastside Gallery. Er will die Mauer jetzt schon, aber bauen will er trotzdem. Sein guter Kumpel Mike-Uwe Hinkel will dort bauen. Das ist Vetternwirtschaft vom Feinsten und das werden wir jetzt aufdecken. Und dann wird es für Wurbereit sehr schwierig, hier weiter seine Politik zu verfolgen und weiter im Amt zu bleiben. Danke Leute, dafür kämpfen wir, da bleiben wir dran und das schaffen wir auch. Und nach wie vor gibt es da vorne schönen Tee von der Gerüchteküche auf Spendenbasis. Da vorne, vor dem Wagen. Zwei Sätze zum Abschied. Ich weiß, dass das mit dem Flughafen in Berlin nicht gut gegangen ist. Ich weiß, dass das mit der Mauer in Berlin nicht gut gegangen ist. Und irgendwas läuft hier verkehrt. Und es sind nicht die Leute, die hier stehen und protestieren. Es sind nicht die Leute, die bei so einem Scheißwetter hier rausgehen und versuchen, etwas zu verändern. Sondern es sind die Leute, die da im Bahn sitzen und die sich einen Scheiß darum kümmern, was mit der Eastside Gallery passiert. Wurbereit, geh nach Hause! Schöne Veranstaltung muss man aufhören. Auch diese hört jetzt auf. Wir bedanken uns erstmal ganz herzlich, dass ihr alle bei dieser Kälte hier wart. Vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Bleibt dran. Auch soll ich sagen, schönen vielen Dank an die Einsatzkräfte, die hier waren und exekutiv sind. Judikativ, legislativ, das ist, wie er vorhin schon gesagt hat, das ist an sich unser Problem. Und damit für den heutigen Tag. Tschüss und lasst euch bei der Mauer blicken, bei der Mahnwache, seid immer vor Ort, taucht immer wieder auf, wenn was Neues passiert. Weil die bauen und bauen und bauen und bauen. Und ihr hört nur auf, wenn wir immer wieder da sind. Lasst uns diese Eastside Gallery zweite Stunde an 21 werden.
komme aus Frankreich und ich denke, dass also die Mauer bleiben soll, weil das ist also eine wichtige Erinnerung für die Geschichte und Geschichte ist sehr wichtig, also für unsere Kinder, um später zu erzählen, was ist in Berlin passiert und man braucht also etwas anfassbar, um das so zu zeigen. Aber ich finde das traurig, dass heute so wenig Leute sind, weil also diese Geschichte mit der Mauer dauert seit einem Monat jetzt. Und ich bin also Ausländerin, ich wohne in Berlin, also das betrifft mich auch. Aber warum sind so wenig Leute da? Warum die Leute sich, also ich verstehe nicht, warum die Leute, also sie sprechen viel, wir sind dagegen, aber am Ende sie kommen nicht, weil das ist zu kalt, weil, also ich frage mich warum, ich weiß, dass viele Leute arbeiten und zum Glück sie arbeiten, aber ja, wie gesagt, ich finde, dass das traurig ist, dass so wenig Leute da sind und ich hoffe, dass der Kampf geht weiter und dass wir eine Lösung finden, also mit dem, also die Geschichte ist schon kompliziert, das ist also, die Stück wurde gekauft, also diese Living Bauers hat dieses Stück gekauft und also das ist, ich finde das normal, dass er fragt nach seinem Stück, aber vielleicht er kann irgendwo anders was bauen. Also es gibt nicht nur an der Spree Platz, es gibt überall in Berlin Platz und warum soll er das an der Spree machen, also an Spreeufer machen. Und ja, also das ist meine Meinung. Ist das Thema auch in Frankreich präsent? In Frankreich, wir sprechen viel darüber, aber ich glaube, die Leute verstehen nicht sehr gut, was hier passiert, weil wir also in Frankreich nie so eine Mauer gehabt haben. Und also das Thema ist schon attraktiv, also, aber also, was ich in den Medien gelesen habe, also, finde ich das nicht so. Das ist mehr, um zum Berlin zu sprechen und nicht wirklich, sie versuchen nicht zu verstehen, warum die Leute die Mauer behalten wollen. Also, das ist, ja. Heute in der Abendschau. Kaufrecht. Berlin hat offenbar Chance vertan. Es ist der Tag nach der ganz großen Aufregung rund um die Eastside Gallery. Vordergründig geht es um den Mauerdurchbruch für Feuerwehr- und Baustellenfahrzeuge. Im Hintergrund aber um die Verhinderung jeder weiteren Bebauung des Areals. Nach unseren Recherchen hätte es vermutlich gar nicht so weit kommen müssen. Zu all der Aufregung und den Aufständen. Auch für heute war wieder eine Demo geplant. Protest vor dem Roten Rathaus. Mit symbolischen Mauersegmenten demonstrieren rund 500 Menschen am Nachmittag für den Erhalt der Eastside Gallery. Sie sind mit dem Kompromiss von gestern unzufrieden und wollen nach wie vor die Bauten hinter der Mauer verhindern. Auch durch einen Rückkauf der Grundstücke. Man sollte wirklich Geld in die Hand nehmen und dieses ganze Stückchen Areal freikaufen, dass es wirklich eine Begegnungsstätte für alle wird, dass man da frei flanieren kann. Wenn Berlin sagt, Sie haben das Geld nicht, dann sollte Berlin den Bund bitten, dafür Mittel aufzutreiben. Und wenn der Bund sagt, er hat das Geld auch nicht, dann sollte man vielleicht an die EU gehen. Dabei hätte Berlin für vergleichsweise wenig Geld den Bau des Wohnturms und den immensen Protest möglicherweise verhindern können. Noch im Dezember zeigen unsere Recherchen. Die Abendschau beantragte beim Amtsgericht Einsicht in das Grundbuch. Dabei stellten wir fest, als Eigentümer steht hier noch der alte Besitzer. Hinkes Firma CIC ist noch nicht als Eigentümerin eingetragen, sondern nur vorgemerkt. Erst im Oktober wurde der Kaufvertrag geschlossen für den Preis von 5 Millionen Euro. Leicht hätte der Bezirk von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen können, meint Notar und CDU-Politiker Michael Braun. Stattdessen gab der Bezirk im Dezember grünes Licht. Bis Anfang Dezember hätte das Land Berlin, respektive das Bezirksamt, das Grundstück erwerben können. Sowohl der Bezirk als offensichtlich auch das Land, sofern es überhaupt vom Bezirk informiert wurde,
haben nicht erkannt, welche Bedeutung die East Side Gallery, welche Bedeutung dieser Mauerstreifen für die Stadt und weit darüber hinaus haben. Der Herr Bürgermeister Schulz war offensichtlich nicht in der Lage, diese Brisanz zu erkennen. Und ich ärgere mich sehr, dass wir heute eine Diskussion haben, wo die halbe Welt über uns lacht. Schon einmal, 2006, hatte der Bezirk per sogenanntem Negativzeugnis auf sein Vorkaufsrecht verzichtet. Obwohl es ihm damals nach eigenem Ermessen zustand, aus Denkmalschutzgründen. Vor dem Verkauf an Hinkel stellte der Bezirk im Dezember abermals eine solche Bescheinigung aus und segnete damit abermals einen Verkauf ab. Warum hat der Bezirk hier kein Vorkaufsrecht in Anspruch genommen? Weil die baurechtlichen Voraussetzungen für die Ausübung des Vorkaufsrechts entsprechend dem Baugesetzbuch nicht vorlagen. Das war das Ergebnis der baurechtlichen Prüfung hier bei uns im Bezirksamt. Man muss allerdings auch sagen, sogar wenn das Vorkaufsrecht ausgeübt hätte werden können, dann wäre der Betrag, über den wir hier reden, nur mit Zustimmung und mit Unterstützung des Landes Berlin möglich gewesen. Hinsichtlich der Rechtslage widersprechen Experten dem Bezirksbürgermeister. Mit Blick auf das Gemeinwohl hätte Berlin sehr wohl ein Vorkaufsrecht geltend machen können. Allerdings um den Preis von möglichem Schadensersatz. Doch Berlin hat es gar nicht erst versucht. Ende des Jahres 2012 wurde uns mitgeteilt von Herrn Nussbaum, dass das Land Berlin kein Tauschgrundstück zur Verfügung stellt. Insbesondere, weil auch dort keine gesamtstädtische Bedeutung mit diesem Vorhaben verbunden wird. Mauerkünstler Kani Alawi kündigte heute an, sein Bundesverdienstkreuz zurückzugeben. Die haben mich gewürdigt, umsonst. Damit, dass sie dann die East-Side-Galerie ohne weiteres abgerissen wird, nein. Also ich bin kein Demonstration heute vermutlich nicht die letzte.